Wieso machst du das? Was meinst du? Warum mischst du deine Hand? Hm? Ach so. Ja, weil ich's kann. Bitteschön. Nicht zufrieden? Ihr habt sicherlich schon mal einen Livestream gesehen, gegen jemanden gespielt oder mal Spieler auf einem Turnier von der Seite beobachtet, die das hier machen. Wahrscheinlich gehen sie dabei noch härter und schneller vor und zerstören damit förmlich ihre Karten, die sie sonst nur mit Samthandschuhen anfassen, aber ich schweife ab. Also, was soll das ganze Gemische? Ist doch unnötig, oder? Man muss hier doch nicht den Zappelphilipp markieren, oder? Oder? Oder. Die Antwort ist ein klares Jein. Grundsätzlich hat der Körper während eines Duells nicht viel zu tun und fühlt sich physisch unterbeschäftigt. Ihr kennt das sicherlich, die eine oder andere Marotte. Und meistens wandert diese Energie dann bei Yugi-Spielern direkt in die Hände, damit irgendwas zu tun ist. Das endet dann meist damit hier. Und das ist tatsächlich nicht so schlimm. Mit Ausnahme, dass sie, wenn sie zu hart rangehen, tatsächlich ihre Karten beschädigen könnten, natürlich. Vielen Spielern hilft das, sich besser zu konzentrieren und sich neue Taktiken zu überlegen. Die Gedanken bleiben im Fluss und man schweift nicht vom Duell ab und vergisst, dass man entsprechende Karten überhaupt noch in der Hand hat. Es mag euch zwar nerven, aber leider gibt es ein Totschlagargument, womit ihr weinend in die Ecke kriechen werdet und euch ein Leben lang mit diesem Geräusch arrangieren müsst. Und sagen wir es mal so, sobald man sich daran gewöhnt hat, hört man das auch gar nicht mehr. Aber was kann denn nun so wichtig sein, dass man die Hand mischen müsste, anstatt sie entspannt auf den Tisch verdeckt abzulegen? Naja, wenn ihr eurem Gegner einen Gratis-Vorteil geben wollt. Nur zu, mischt eure Hand nicht und viel Spaß dabei, mit einem enormen Nachteil das Spiel zu bestreiten. Wenn ihr eure Hand in ihrer Reihenfolge zu Duellbeginn und während des Duells nicht mischt, gebt ihr enorm viel Informationen an euren Gegner preis. Durch eure Spielweise in einem Duell lässt sich dadurch sehr schnell schlussfolgern, welche Typ von Karten ihr auf der Hand hält. Je nachdem, wie lange ihr sie auf der Hand behält, in welchem Zug ihr sie ausspielt und wie lange ihr auf sie draufschaut. Je mehr Duelle ihr als Turnierspieler macht, desto mehr schärfen sich eure Instinkte und die Fähigkeiten, Karten vorauszusagen, die der Gegner in der Hand haben könnte oder die er auf das Feld gesetzt hat. Und ich spreche hier nicht davon, wenn ihr Karten eurer Hand hinzufügt, die der Gegner sehen kann und dadurch ausmachen kann, ob ihr sie auf das Spielfeld gesetzt habt oder nicht. Nein! Wer nach dem Hinzufügen seine Hand nicht mischt, hat schon längst den Vogel abgeschossen. Nein, es geht darum, dass durch euer Verhalten und Interaktion mit eurer Hand interpretiert werden kann, was Zauber, Fallen und Monsterkarten in eurer Hand sind, ohne dass ihr es selbst vermitteln wollt. Jetzt kommen sicherlich die Experten mit: Mimimi, ich mische meine Hand einfach dann, wenn es benötigt wird und nicht die ganze Zeit. Ich weiß schon, wann ich sie mischen muss. Das weißt du sicherlich. Ich hoffe, du erinnerst dich dann auch an die Male, wo du es vergessen hast. Seine Gedanken während eines Duells noch darauf fokussieren zu müssen, wann man seine Hand mischen möchte, wird euch nur noch vor weitere Probleme stellen, weil euer Fokus dann nicht nur auf dem Duell ist, sondern auch auf eurem Handmanagement. Das wiederum ist wieder ein Vorteil für euren Gegner, denn der kann sich vollends auf das Duell konzentrieren. Deswegen macht es euch nicht zu schwer, wenn man was die ganze Zeit permanent macht, weil es bereits in euer vegetatives Nervensystem übergegangen ist, dann kann man es nicht vergessen und der Gegner hat keinen Vorteil. Ich weiß, das müsst ihr zunächst auch erst erlernen, aber das kommt schnell. Sobald ihr ein paar Turniere gespielt habt, dann habt ihr es automatisch drauf. Und hören werdet ihr es nach einiger Zeit auch nicht mehr. Ich weiß, es vermag euch super nervig und unnötig erscheinen, aber glaubt mir, es ist enorm wichtig. Nur eines möchte ich euch am Ende noch raten. Geht nicht zu hart mit euren Karten um und werdet nicht wuselig. Hab schon öfters Leute gesehen, die dann beim Mischen ihre Hand bzw. Karten auf den Tisch haben fallen lassen, weil sie gefühlt den nächsten Handmisch-Weltmeister werden wollten. Und selbst das ist nicht so schlimm. Als professioneller Turnierspieler riecht man förmlich durch die Spielweise, welche Karten der Gegner in der Hand hat. Wenn da mal eine Karte sichtbar auf den Tisch fällt, durch so ein Malheur, ist das meist gar nicht so schlimm. Vermutlich wusste der Gegner eh bereits schon, um welche Karte es sich handelte. Aber immer noch besser, als wenn du deine Hand gar nicht mischen würdest. Das ist quasi so, als würdest du mit einer offensichtbaren Hand spielen. Wollt ihr das? Ich denke nicht. Dankeschön. Bitteschön.